Ja, willkommen zurück, Freunde. Weiterer Part. Immer noch selber Aufnahme-Session, aber ist egal. Ich habe es geschafft, in den Blätterrang da unten habt ihr ja gesehen, der musste hier durch und durch das andere Loch da hinten. Und dann gefühlte 1000 Versuche, den da oben, die Trophäe, habe ich geholt. Da muss man hier nochmal eine Eisscholle machen und dann kann man da hinter diesen Träger, kann man sich da oben hochziehen. Kein großes Ding. Und ihr habt jetzt leider eine kleine Szene mit dieser Ärztin hier verpasst, die wir ja damals hier gerettet haben, als wir das erste Mal hier waren. Sie hat versucht, Batman 1 mit dem Rohr da überzuziehen, aber weil sie gedacht hat, natürlich nicht absichtlich, sondern weil sie gedacht hat, er ist ein Schurke und hat ihn gewarnt, dass der Joker hier alles vermint oder so. Da sagt sie zu mir, nicht mal mit deinem. Echt lustig, Mann. Und was dann? Hat sie es getan? Natürlich! Ich meine, sie mich doch. Ah, da ist noch jeder, den wir verhören können. Sehr schön. Aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute der echte Joker ist zurück. Oh, Gott sei Dank, Mann. Dieser Kerl trägt eine Mine mit Annäherungszünder. Ihr habt Joker gehört. Ich passe hier auf. Ich sichere die Tür. Hier drüben, sofort! Ich habe einen gefunden! Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Oder kann ich die... Was? Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Hä? Die Drecksknarre. Hier drüben! Ich... Letzte? Nee, ist noch nicht der letzte. Okay, ist er jetzt der letzte? Nee, immer noch nicht. Dann ist noch einer. Jetzt. Jetzt ist er der Letzte. Ich kann dir mehr Schmerzen zufügen, als du dir vorstellen kannst. Erzähl mir vom Riddler. Riddler? Okay. Ich weiß nicht viel. Aber ich rede. Tu mir nicht weh. Kann ich nicht garantieren. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier in einem Stadion nachsagt. Na also, seht ihr? Da. Und dort ist was zum Zerstören. Hier vorne sieht alles sauber aus. Hier ist noch was zum Scannen. Wir müssten aber Harleys Urkunden sein, dass sie jetzt Doktor ist. Also Doktor-Urkunden sein, aber naja, wir werden sehen. Nun, das war eine schreckliche Enttäuschung, nicht wahr? Aber sehen wir es mal positiv. Mir geht es schon besser. Was ist mit euch? Protokoll 10 tritt in 20 Minuten in Kraft. Was ist denn hier zu zerstören? Hier oben? Irgendwas? Oder unten, oder ist das da unten drunter? Oder da oben, oder da vielleicht? Nee. Nur, was ist denn hier zu zerstören?
Ist doch genau hier. Ach. Wusste ich doch, man kann die Dinger zerstören, ich wusste es doch. Aber den haben wir noch nie alle, ne? Waren hier vorne waren auch irgendwo welche. Oder nicht? Da ist noch ein Scan. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gekommen? Ja, ihr müsst jetzt eigentlich von hier gekommen sein. Da waren doch schon welche. Da gibt es hier noch irgendwo einen Typen, den man verhören kann. Herrlich. Ach, wahrscheinlich der Hammer. Hier ist Harley Summer, ja, deswegen. Ich wusste doch, man kann die Dinger irgendwie zerstören. So, was haben wir hier noch? Noch irgendein Scan da an der Wand? Wahrscheinlich waren die noch nicht aktiv. Die Scans, sozusagen. Als ich das erste Mal hier war. Wo bin ich denn jetzt? Ne, da drüben muss ich jetzt hin. Oh, hier war eine Mine, okay. Ah, nee, ich glaube, da ist Suischweiß, da kommt man ja nicht durch, ne? Oh. Jetzt haben wir noch die Treppe hier rausgesägt. Sehr witzig. Moment, nee, ich muss nochmal zurück. Ja, das wusste ich nicht mehr, dass man die mit dem Strom nicht zerstören muss. Ja, manche Objekte sind eben sehr wählerisch, wie sie kaputt gemacht werden wollen. Ja, ich glaube, den können wir noch nicht. Wie wir hier gerade lesen, werden die zwei wieder eins und so weiter. Weil, ja, die sind nämlich hier. Aber die sind da halt noch nicht, weil sie... wie erst zu einem späteren Zeitpunkt oder so erst wieder dahin da sein werden. Oh. Da ist ein Typ mit. Ich komme leider nicht nach runter, sehr schön. Das geht nicht, ja. Die Lappen hat er natürlich auch abmontiert, dass ich mich da nicht hochschwingen kann.
Ja, genau hier. Oh, jetzt springt der nicht über die Autos. Hier kommt. Oh, ja, die Minen sind jetzt etwas lästig. Hier konnte man ja auch nicht durch. Jetzt können wir es so. Ja, aber neue Charaktere freigeschaltet. Okay. Die beiden, aber hier. Nee, es fehlen immer noch welche. Hier ist auch noch irgendwo eine. Sehr interessant, das. Noch ein Stufenaufstieg. Schön, Leute, nicht wahr? Nee, das lassen wir mal noch ein bisschen. Oh. Hier. Ja, machen wir erstmal Catwoman. Bisschen weiter so. Hier dazu gemacht, dass wir da oben lang müssen. Oh, hier ist Harley. Wieso ist sie gefesselt? Wen haben wir denn da? Was willst du, B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum er Harley da jetzt gefesselt hat, aber wahrscheinlich sollte eine Falle sein. Eine Mission. Stuhl und Rüstung, Ausrüstung von Mr. Freeze. Okay. Was hat der bloß für ein Problem? War er nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ja, dachte, der will, dass Joker gewinnt. Dachte ich auch. Aber wäre das nicht irgendwie verrückt? Wer geht denn die Arme? Vorsicht, die Fledermaus! Da ist es jetzt schon weise, da oben hinzugehen. Ich glaube, viel kann hier nicht passieren, oder? Weil Joker selbstverständlich nicht hier. Hier sehen wir Harleys Kostüm aus Arkham Asylum. Ja, fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir noch so ein. Wo
Wir könnten jetzt hier raus. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten. Aber das wollen wir noch nicht. Wir gehen erstmal runter in den Keller. Irgendwo war doch hier auch noch so ein Harley-Ding, glaube ich, oder? Zwar hier geht's in den Keller. Hier waren wir auch schon mal kurz drin, aber. Wieso sollten wir Harley finden, wenn wir hier im Aufzug festsitzen? Ich dachte, sie ist los, irgendwas von Freeze zu besorgen. Ja, aber sie war schon wieder auf dem Rückweg. Warum suchen wir dann nach ihr? Sie hat sich vermutlich verlaufen. Du weißt doch, wie sie ist. Immerhin sieht Jay jetzt wieder besser aus. Ja, Mann. Seit Wochen legt er in diesem kleinen Raum alle Ärzte um, die ihm nicht helfen können. Und plötzlich geht es ihm wieder gut. Jimmy sagt, er hat gesehen, wie er nach draußen ging. Jimmy erzählt nur Mist. Ich habe ihn gerade beim Lachkabinett gesehen. Echt? Komisch. Jimmy sollte wohl damit aufhören, das Zeug zu saufen, das er in den Lagerräumen gefunden hat. Scheint seinem Kopf irgendwie nicht zu bekommen. Wir bewegen uns, Gott sei Dank. Wieso ist denn der Strom noch aus? Die Fledermaus. Nicht witzig, Mann. Und was passierte dann? Mann, du musst deine Mutter wirklich gehasst haben. Worauf wartest du noch? Da ist noch ein lieber verhören können, sehr schön. Leck mich, Pinguin! Die Finger her! Bekommt er sie denn nicht von Pinguin? Unsinn, Mann! Die beiden Waffen lassen! Ja, sie her! Wo kriegt er die Waffen denn dann? Es ist die Batman!
Nee, nee, nee. Ich will, dass du überlebst. Ich will dich verhören. Was muss ich dir berechnen, damit du mir die Wahrheit über Riddler erzählst? Du musst mir nichts tun. Ich werde reden. Das ja, will ich gern. Das ist mein Lieblingsspruch bei seinem Verhören da immer. Was muss ich dir brechen? Riddler Trophäe. So, mal gucken, was ist denn hier jetzt nun? Hier ist zum Beispiel eine Wand. Nee, Batman, du sollst die Sprühe sprengen. Freeze-Granate. Erzeugt ein Freeze-Explosivschuss mit großem Wirkradius, mit dem sich mehrere Gegner gleichzeitig am Boden fressen. Gefangene Feinde sind aber immer noch in der Lage, ihren Oberkörper zu bewegen und anzugreifen, ja. Ah, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir alle 8 Richtungen vollständig, sehr schön. Hier auch noch irgendwo gesehen. Das war der Typ hier. War das alles? Ich denke mal schon, oder? Ja, wird jetzt hier auf dem Scanner nicht angezeigt. Mhm. Aha, seht mal, hier ist jetzt noch. Dort und hier. Da ist noch ein Scan. Ach, ich glaube, das Kostüm muss man scannen, nicht wahr? Aber hier müsste auch noch Wandlück. Hier am Eingang war wirklich auch noch so ein Harley-Ding. Da muss es noch wahrscheinlich hingeben. Naja, ist egal. Lass uns wieder hochgehen. Nicht so viel Zeit verschwenden, nicht wahr? Und hier ist. Okay, zählen die jetzt nicht mehr oder was? Och, zählt immer noch. Ich habe immer noch nicht 100% des Scans, also. Muss noch irgendwo hin herumgehen, den man scannen, den man verhören kann. Ah ja, hier kann man den von unten auch bedienen. Ach ja, und da brauchen wir gar nicht erst gucken. Dann erinnern wir uns ja, hier waren ja noch, waren wir ja drin gewesen, aber wir konnten hier unten die Trophäe nicht holen, weil wir noch nicht den diese Teil hier hatten. Und,
Irgendwo wurde hier noch eine angezeigt für Catwoman? Was ist die da drüber? Da, dort. Der Catwoman muss da durchkrabbeln und dann... Und ich denke mal, meine Freunde, hier werden die Part dann beenden. Jetzt, Entschuldigung, wo geht's hier wieder raus? Ach, dort. Hier. Wir werden jetzt noch schnell. Der Joker ist natürlich nicht hier. Er hat uns hier seine Pfeile hinterlassen. Wir haben gehört, es geht sofort los mit Protokoll 10. Es wird, glaube ich, sofort anfangen, wenn wir die Tür durchschreiten da hinten. Dieser Raum, den werden wir auch im DLC nochmal besuchen später, wenn ich das DLC dazu spiele. Da wird es in diesem Raum eine interessante Entdeckung geben, die wir hier machen können. Außer ihr Kostüm. Je mehr Dinge sich ändern, desto mehr bleiben sie gleich oder so, naja, ist egal. Ein kranker Plan, oder bis wir alle drei Teile dadurch haben, ja. Also, vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Ich gehe nochmal unten durch eine Tür, um dort zu speichern. Fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten oder hören uns wieder beim nächsten Mal. Likes sind willkommen. Kommentare, wenn ihr wollt. Bis dann.